Es lebte einmal in einer Hütte am Waldrand eine Schäfchenfamilie. Der Vater war Holzhauer. Er lebte zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern. Der überaus schlaue Sohn hieß Hänsel und die schöne Tochter Gretel. Hänsel und Gretel. Einmal kam eine Dürre ins Land. Das Gras am Waldrand war verbrannt von der Sonnenhitze. Der Vater grübelte, wie man an Nahrung kommen könne, um die Kinder durchzubringen. Sodann schlug ihm seine böse Frau Folgendes vor. Ich weiß keinen anderen Rat mehr, als die Kinder tief in den Wald zu führen. Den Weg nach Hause finden sie dann nicht mehr. Oh, lieber Gott! Nein, das kann ich nicht machen, denn mein Herz ist nicht aus Stein, erwiderte der Mann. Aber die Frau ließ sich nicht erweichen. Die beiden Kinder saßen hinter der Wand. Sie hörten, was Mutter und Vater miteinander redeten. Das Schwesterlein fing an zu weinen, aber Hänsel tröstete sie und sprach: Weine nicht, Gretel. Ich werde mir etwas einfallen lassen. Hänsel ging aus der Hütte und sammelte viele weiße Steinchen und verbarg sie in seiner Wolltasche. Nachdem ihr Mann am nächsten Morgen zur Arbeit gefahren war, weckte die Mutter die Kinder und sagte: Steht auf, Kinder! Es ist Zeit, in den Wald zu gehen, um etwas zu essen zu finden. Sie folgten der Mutter und gingen in den Wald hinein, wobei Hänsel ein weißes Steinchen nach dem anderen unbemerkt als Wegzeichen fallen ließ. Ihr seid wohl müde. Setzt euch hier hin und ruht aus. Und ich gehe Gras suchen. Dann hole ich euch wieder ab, sagte die Mutter zu Hänsel und Gretel. Sie kam zwar nicht zurück, aber die beiden fanden dank der weißen Kieselsteinchen ohne Mühe den Weg selber nach Hause. Die Mutter war sehr böse, denn ihr Plan ist daneben gegangen. Am Abend konnte Hänsel keine weißen Steinchen aufsammeln, weil die Mutter die Kinder in ihrem Zimmer einsperrte. Aber Hänsel steckte sich Trockenbeeren, die er zuvor gesammelt hatte, in die Tasche. Am nächsten Morgen weckte die Mutter die Kinder auf, führte sie erneut in den Wald und ließ sie dort wieder alleine. Aber diesmal konnten die Kinder den Weg zurück nicht finden, denn die Waldvögel hatten alle Trockenbeeren aufgepickt und aufgegessen. Beim Versuch, den Heimweg zu finden, verliefen sie sich nur noch mehr. Und da mit einem Male sahen die Kinder ein Vöglein von außergewöhnlicher Schönheit und folgten ihm. Der schöne Vogel führte sie zu einem Häuschen aus Lebkuchen. Aus dem Häuschen trat eine steinalte, grässliche Ziege heraus. Die Kinder erschraken nicht wenig, doch die Alte tat ganz freundlich und sagte: Ei, ihr Kindlein, habt keine Angst. Sobald die Schäfchen im Hause waren, sagte die Alte: Steigt in den Backofen hinein, da drinnen habe ich alle Süßigkeiten. Und Hänsel antwortete: Altes Mütterlein, wir können es nicht. Zeig du uns doch zuerst, wie wir es machen sollen, dann tun wir es. Kaum dass die Alte im Ofen war, fasste Hänsel flink den Stiel und schob auch noch den Riegel vor. So verwandelte sich die böse alte Ziege in einen Ziegenbraten. Dieser Braten war aber alles andere als lecker. Die Schäfchen nahmen alle Truhen und Kisten, gefüllt mit Kostbarkeiten und Edelsteinen der Alten, mit und schneller als erwartet fanden sie den Weg nach Hause. Der Vater kam ihnen schon entgegen. Er erzählte, dass seine Frau ihn verlassen hatte. Da hatte alle Not und Sorge ein Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.